Wunderschönen guten Tag. Heute möchte ich mit euch nochmal ein Video teilen. Und zwar, es geht um Inkscape. Ich möchte euch einfach zeigen, wie ihr mit Formen so umgehen könnt. Wir beginnen einfach mit einer neuen Datei. Neu. Und jetzt haben wir eine leere Seite hier. Und damit können wir einfach unser Projekt anfangen. Wir beginnen einfach mit der Rechtecke und Quadraten zu erstellen. Wir drücken drauf und jetzt mit gedrückten Tasten, dann haben wir einfach ein Rechteck hier und mit diesem Anfasser können wir entweder mit der Steuerungstaste oder einfach mit der, Shift-Taste bewegen, um zu haben und zu sehen, was wir damit erreichen können. Also Sie sehen schon, wenn wir da drauf drücken, dann merken Sie schon, es wird einfach anders und von daher, ja. Und wir können auch dazu einen Text so schreiben mit diesem Werkzeug. Schreiben Sie einfach einen Text drauf, zum Beispiel, ich bin ein Text. Und du können wir einfach so schreiben und hier bearbeiten wir unseren Text. Wir können einfach den Text einfach links oder rechts oder zentriert haben. Und die Größe können wir einfach auch hier, also die Schriftgröße können wir einfach noch umändern. Die Schriftart können wir auch hier umändern. Und wir könnten auch mal hier ein bisschen Abstände zwischen Zeilen, aber momentan haben wir nur eine Zeile, das heißt, bringt nichts. Und wir können auch dazu vielleicht den Text noch mal ein bisschen nach links verschieben oder nach rechts verschieben, also wie oder in der Mitte, wie wir das haben wollen. Also wir markieren einfach so und dann verschieben wir einfach so, wie ich euch zeige. Also, und damit sind wir fertig mit dem Rechteck und wir können jetzt mit dem Kreis so und Sie sehen schon, damit können wir auch einen Kreis machen und diesen Anfasser können wir entweder einen Halbkreis, wie Sie hier oben sehen, oder einen Bogen machen oder einen Vollkreis und damit können Sie auch dazu einen Text drin schreiben, also zum Beispiel, ich bin an Kreis. Und da können Sie auch genauso den Text oder die Schriftgröße einfach so verändern, wie Sie haben wollen. Also Sie sehen schon, dass wir wirklich dann viele verschiedene Modelle so bauen können. Und ich ermutige euch wirklich weiter so zu arbeiten mit mir, um meine Video einfach zu sehen, was wir damit erreichen können. Dem Werkzeug, dass es geht um Sterne, Polygone zu erstellen. Mit gedrückten Tasten, dann haben wir auch verschiedene Modelle. Wenn wir fertig damit sind, können wir entweder den Anfasser mit diesem Anfasser mit der Shift-Taste oder Steuerung-Taste drücken und Sie merken schon, was wir damit erreichen könnten. Also Sie können auch so lassen und einfach so verkleinern oder vergrößern. Die Farbe können Sie hier unten einfach so verändern. Also Sie können sehr verschiedene Modelle einfach so machen und immer wieder können Sie vielleicht verändern, wie Sie das haben wollen. Und Sie können auch also verschiedene Sachen so bauen, wie ein Kreis damit. Also oder nochmal so drauf, sehr verschiedene Modelle einfach so bauen. Also und man kann auch damit auch einen Text dazu schreiben oder mit dem Werkzeug, mit dem Kalligraph einfach so schreiben, wie Sie wollen. Also Sie können mit dem Kalligraph so richtig malen. Das ist das wichtigste Werkzeug, das wir immer so benutzen. Und man kann damit tolle Sachen wirklich erreichen. Also, und mit dem Werkzeug, also ich bin noch nicht fertig hier, Sie können auch solche Sachen, also solche Polygone einfach so bauen. Und wenn Sie fertig sind, genauso wie ich euch beigebracht habe, dann versuchen Sie einfach entweder mit den Shift-Tasten oder mit diesen Tasten einfach so zu bewegen. Sie sehen, was Sie damit erreichen könnten.
Und ich hoffe wirklich, dass Sie demnächst anfangen, den Werkzeug richtig spielen könnten. Also wir können auch einen Stern hier drinnen machen, also einen kleinen Stern. Dann kommen wir auf den Text hier und können wir auch ein Pfad damit ausrichten. Und von daher können wir wirklich tolle Sachen damit erreichen. Ja, wir können auch löschen, wenn Sie merken, nee, es geht nicht, dann markieren Sie einfach das Zeug und mit der rechten Taste können Sie einfach löschen, wie ich euch hier gezeigt habe. Also das hier auch können Sie einfach markieren und einfach löschen, wie Sie wollen. Also, plups ist es schon weg. Also, mit diesem Werkzeug hier können Sie auch viele Spiralen so machen. Sie sehen schon hier, was wir mit dieser Spirale machen könnten. Also, die Umdrehungen können Sie einfach hier erhöhen. Und die Abweichungen können Sie auch hier machen. Also Sie sehen schon, wenn ich drauf drücke, dann wird es immer größer und größer und größer. Also dann können Sie auch entweder mit der Steuerungstaste oder mit der Shift-Taste einfach weiter drehen, wie Sie das haben wollen. Also das ist auch schöne, tolle Sachen. Man kann damit wirklich sehr schön spielen. Und auch dazu können Sie auch einen Text schreiben. Also, ich habe einfach Text. Also, und dann können Sie auch den Text bearbeiten, erstmal markieren und dann bearbeiten, wie ich euch beigebracht habe. Also, und Sie sehen schon, den Hintergrund zeige ich euch in dem nächsten Video. Ich werde auch euch zeigen, wie man auch mit Pfad so arbeiten kann und bearbeiten kann. Ich freue mich demnächst mit euch das nächste Video zu teilen. Also, und ich wünsche mir wirklich, dass Sie einfach weiter meine Video abonnieren und mich ein bisschen zu